In dieser Session musst du nicht alles geben. Wir sollten schnell genug sein, um uns problemlos zu qualifizieren. Also los, Jungs, setzen wir diese Änderungen um. Auf geht's. Okay, noch 2 Minuten in dieser Session und wir stehen noch unter dem Strich. Du brauchst jetzt eine schnelle Runde, sonst ist das Qualifying vorbei für uns. Noch 30 Sekunden in dieser Session. Gute
Gute Arbeit, du bist für die nächste Session qualifiziert. Das Auto ist fertig. Los geht's. Oh,
jetzt fast leer. Komm in den nächsten beiden Runden an die Box. Du verlierst etwas Zeit in den letzten beiden Sektoren. Kommst du nicht in Q3? Gib dein Bestes! Im Moment ist auf der Strecke nicht viel los. Fahr raus, solange es so ruhig ist. Hinter den Top 10. Du musst nochmal auf die Strecke. Alles ist bereit. Du bist aus den Top 10 gerutscht. In der nächsten Runde musst du richtig pushen. Minuten.
zwei Minuten. Du brauchst jetzt eine schnelle Runde, sonst bist du raus. Die gewünschten Änderungen vornehmen. Noch 5 Minuten in dieser Session. Wir sind soweit. Noch 3 Minuten.
Seite. Sekunden in dieser Session. Du startest morgen von Platz 3. Beste Aussichten also für das Rennen. Alles ist bereit.
hinter dir. Er liegt gerade mal 2 Sekunden zurück. Wenn du einen Fehler machst, setzt er vermutlich zum Überholen an. Sekunden Vorsprung auf deinen Verfolger. Wir müssen diesen Abstand halten, damit er keinen Überholversuch starten kann. Aber sicher näher. Deinem Verfolger beträgt gerade mal 2 Sekunden.
reißen in jeder Runde ein paar Meter ab. Zurzeit 3 Sekunden Vorsprung auf deinen Hintermann. 3 Sekunden. Sekunden Vorsprung auf das nächste Auto. 3 Sekunden. We'll be right back.
nutzt deinen Vorsprung auf Vettel um eine halbe Sekunde pro Runde aus. Vorsprung auf deinen Hintermann. 4 Sekunden. Nur zur Info, wir glauben, dass dein Hintermann versucht, Benzin zu sparen. Hinter dir. 5 Sekunden. An die Box zu kommen.
Sekunden hinter dir. 5 Sekunden. Laut unseren Daten fährt dein Vordermann offenbar im Benzinsparmodus. Seine Rundenzeiten werden etwas schlechter werden. Mercedes hat sich bei Hamilton für die harte Mischung entschieden. Deinem Verfolger liegen 6 Sekunden. Du musst weiter pushen. We'll be right back.
jetzt ein paar langsameren Autos. Versuch schnell vorbeizukommen. Thank you.
Sekunden Vorsprung auf das nächste Auto. 7 Sekunden. Webers Runden sind etwa eine Sekunde schneller als deine. Du musst reagieren. Vor deinem Hintermann. 4 Sekunden. Vergleich zum Hintermann. Eine Sekunde. Hinter dir. Er liegt gerade mal 2 Sekunden zurück. Wenn du einen Fehler machst, setzt er vermutlich zum Überholen an.
seinen Vorsprung vergrößern. Sein Verfolger hat weniger als eine Sekunde Rückstand und kann DRS nutzen. Hintermann fährt jetzt mit voller Drehzahl. Er versucht, die Lücke zu schließen. Hinter dir hat keinen Grip mehr in den schnellen Kurven. Sein Frontflügel ist kaputt. Fahr eine Lücke raus. Standardrehzahl.
mir. 5 Sekunden. Langsamere Fahrer, Vorsicht beim Überholen, sie sollten sich vorbeilassen. Vier Sekunden trennen dich von deinem Hintermann. 4 Sekunden. Fertig.
Hintermann ist eine Lücke von 3 Sekunden. Versuch, die zu vergrößern. Sich auf einen Boxenstopp vor. Sieht nach Alonso aus. Du hast 2 Sekunden Vorsprung auf deinen Verfolger. Wir müssen diesen Abstand halten, damit er keinen Überholversuch starten kann. Thank you.
versucht, die Lücke zu schließen. Die Box ist für dich bereit. Komm diese Runde rein. Vettel hat dir in der letzten Runde eine halbe Sekunde abgenommen. Konzentrier dich, den Platz holst du dir zurück. Du liegst jetzt auf Platz 3, halt diese Position. Nico ist an der Box. Beträgt der Vorsprung auf das Auto hinter dir 3 Sekunden.
Mal sehen, ob wir ihn in den nächsten Runden nutzen können. Du hast zurzeit 3 Sekunden Vorsprung auf deinen Hintermann. 3 Sekunden. Yeah.
verlierst ein wenig Zeit auf das Auto hinter dir. Push weiter. Vor dir fährt eine Gruppe langsamerer Wagen. Sekunden Vorsprung auf das nächste Auto. 3 Sekunden. Hintermann ist eine Lücke von 3 Sekunden. Versuch, die zu vergrößern. We'll be right back.
Folge beträgt gerade mal 2 Sekunden. We'll be right back.
Sekunde Vorsprung auf das Auto hinter dir. Pass auf! Versuch DRS nutzen.
weniger als eine Sekunde. Pass auf, er wird vielleicht eher es nutzen, um dich zu überholen. Sekunde pro Runde. We'll be right back.
Ihr habt nur eine Sekunde Rückstand. Eine Sekunde. Gratulation zum Sieg! Erster Platz! Ergebnis, bist du jetzt auf Platz 4 in der Fahrerwertung.